Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer pfiffigen Analyse des fünften Spieltags der zweiten Bundesliga. Heute im Fokus das Spiel Wien Wiesbaden gegen Schalke. Ja. Ein 2-2 ist nicht geworden. Aber dafür ein knappes 1-1. Womit ich durchaus zufrieden bin. Ich denke, Schalke hat uns beherrscht. Zumindest. Was die Veranlagung und das Ballbesitzspiel angeht. Schalke hat bewiesen, oder ist zumindest in Führung gegangen. Und dadurch so ein bisschen ihre Stärke gezeigt. Wir haben es versäumt, vorne Akzente zu setzen, weil wir einfach also ein bisschen von der eigenen Tiefe überwältigt waren. Wenn man tief steht und verteidigt, dann muss man immer gucken, dass man die Balance hält. Zwischen sich hinten reindringen zu lassen und Offensivaktion hätte immer auf der einen Seite hast du die Gefahr, dich hinten reindrücken zu lassen. Der anderen Seite ist es immer so, dass gerade wenn man Offensivausflüge macht, auch damit rechnen muss, dass hinten mal einer reinfliegt. Und das ist leider gegen Schalke passiert. Denke mal, dass das Problem jetzt nicht das 0-1 war, sondern die Art und Weise, wie man so versucht hat, einfach so ein bisschen den Druck zu beherrschen und vorne nichts zu machen. Ich finde, wenn man Offensivaktionen bringen will, dann muss man irgendwie gucken, dass man auch nach vorne kommt. Schalke hat auch tief gestanden und hat gut verteidigt. Denke, dass Schalke eigentlich hätte gewinnen müssen. Aufgrund der Dominanz der Ballbehandlung. Hätte man das Bemerkenswerte bei solchen Mannschaften wie Schalke ist, dass sie einfach den Ball mehr drillen. Und dementsprechend auch mehr Druck auf den Ball bringen.
Ich finde mal, wir wirken so ein bisschen eingetrichtert. Wenn wir hinten den Ball langziehen, dann wird das so ein bisschen schwammig. Hast du gleich drei, vier Situationen da? Wo der Ball einfach wieder nach vorne rausgedrischt werden muss? Und das bringt dann wieder neue Gefahrensituationen bei, also das ist nicht optimal. Ich erinnere mich auch an die Schlussphase. Als Wien alles nach vorne geschmissen hat und dann doch noch das 1-1 gemacht hat. Hat Schalke auch so ein bisschen den Faden verloren. Eigentlich war das so ein Spiegelbild von unserer Torszene. Wenn man so ein bisschen ins Schwimmen, ins Schwanken gerät, dann hast du die Provokation vor dir. Dann passieren auch Fehler. Finde, ein Fußballspiel mit Fehlern führt zu Toren. Und die Tore sind dann zwangsläufig der Fall, wie in Magdeburg. Ich finde immer, man kann das mit zweierlei Dingen Maß messen. Auf der einen Seite steht das 1-1, was ein gerechtes Ergebnis ist. Und dementsprechend denke ich auch, dass es gerechtfertigt ist. Meine, wenn Schalke mehr vom Spiel hatte, hätte man auch das 2-0 machen müssen. Haben sie aber nicht, also haben wir es genutzt. Dafür bin ich dankbar für die Einwechslung. Dass uns der Trainer so gewechselt hat. Und das Ergebnis zustande gebracht hat. Ich denke immer so, ja. Gegen Schalke was zu holen, ist immer schwierig. Und dementsprechend glaube ich, dass der Punkt durchaus verdient ist. Vielleicht nicht aufgrund des Spiels. Aber auf jeden Fall wegen der Moral. Und dementsprechend denke ich einfach. Das nächste Spiel anders wird wieder. Und wir mehr Glauben haben. Dass das Spiel auch mal wieder gewonnen werden könnte. Und dementsprechend kann ich mir ausmalen. Dass die nächste Hammerparty auch schon auf uns wartet. Und ich finde, dementsprechend muss man sich darauf vorbereiten. Damit wir wieder Grund zur Freude haben. Grund zur Freude haben.
Und hätte mal wieder jubeln dürfen. Also denke ich, dass das nächste Spiel, auf das ich auch wieder mich vorbereiten werde. Hier ein paar Informationen bereitstellen werde. In der Hoffnung auf einen Sieg. In Paderborn. Das ist natürlich auch kein leichtes Spiel, aber dazu später mehr. Finde. Das 1-1 gegen Schalke. Hat mal wieder bewiesen, dass das Spiel bei 0-0 beginnt und dann endet, wenn der Schiedsrichter pfeift. Und dazwischen fallen die Tore. Also, liebe Schalker, nicht traurig sein. Ich hätte euch den Sieg. Vielleicht gegönnt. Wenn er höher wäre. Aber so bin ich glücklich über das 1-1. Dass wir unsere Chance noch genutzt haben. Und dementsprechend danke ich. Der Mannschaft für den aufopferungsvollen Einsatz. Zum Ende des Spiels. Und wünsche für das nächste Spiel auch schon mal alles Gute. Also, würde ich meinen, das nächste Tor fällt bestimmt. Wen interessiert's? Oder war es doch wen? Da war es nicht mehr Mungels. Also, haltet die Ohren frisch. Und bis nächste Woche. Arrivederci und bye-bye. Bella, ciao.